Ja, ich wollte jetzt mal ein bisschen was am Licht ändern. Ich habe jetzt das Problem immer bei der Dark Forest Tour, dass ich eigentlich zu wenig Licht habe und die GoPro nichts filmt, weil die GoPro einfach scheiß Nachtaufnahmen macht. Und ich habe ja hier aus Gründen, die in dem anderen Video erklärt werden, zu der Lightbar ja erklärt, warum ich da eine Folie drin habe. Und dadurch ist die Lightbar doch ein bisschen dunkler als eigentlich gedacht. Und bevor ich die jetzt nochmal auseinandernehme und komplett alles an Licht ja, rückgängig machen, also an der Folie, habe ich mir gedacht, ich ändere erstmal die Birnen. Ich wollte ja sowieso komplett auf LED umrüsten und habe jetzt mir gedacht, dass ich dann halt erst die Birnen vorne umändere und dann hole ich mir aber direkt Birnen, die ein bisschen heller sind. Dann habe ich ja eigentlich auch keine Probleme mehr mit Helligkeit, weil mehr Licht, dann ist die quasi wirklich nur noch Deko, die Lightbar. Die Frage ist nur, ich weiß nicht, wann das hier fertig wird, weil ich gerade schon auf die ersten Probleme gestoßen bin. Und zwar, wir fangen mal mit dem Standlicht an. Ich habe ein neues Standlicht geholt. Das sind einmal die hier. Das sind die Originalen. So sehen die Originalen aus. Und das sind jetzt die neuen für als LED, als Standlicht. Der rote Ring ist nicht ohne Grund da, weil die sind nämlich rot. Weil ich dachte, komm, das ist ja eigentlich eher so zur Show. Ich fahre damit eh nicht auf der Straße. Und dann kann ich ja schön hier rotes Standlicht, grüne Ringe drumherum. Das sieht ja bestimmt ziemlich geil aus. Und das tut es ehrlich gesagt auch, wenn ich mal jetzt hier anmache. Das ist jetzt das Standlicht. Der anderen Seite habe ich es noch nicht eingebaut, aber dort, und das sieht schon ziemlich geil aus. Nur leider muss ich dann auch ernüchternderweise feststellen, dass die grünen Ringe so hell sind, dass das rote Standlicht eigentlich komplett untergeht, wenn man das anhat. Aber ja, das heißt, wenn man die Ringe aus hat, habe ich vorne rotes Licht, rotes Standlicht. Das sieht ja ziemlich geil aus. Die gibt es auch noch in anderen Farben, die gibt es also auch in Grün, Blau, alles Mögliche bei eBay. Haben natürlich keine Straßenzulassung, aber vielleicht denke ich ja auch ausnahmsweise mal daran, einen Link unten in die Videobeschreibung zu packen. Ansonsten einfach mal ja, selber googeln oder bei eBay gucken. Sag mal, ich kann euch ja eh nicht sagen, welche Fassung ihr habt. Ihr müsst natürlich auch gucken, dass die Fassungen von euren Lampen, die ihr für Original habt, auch passen. Da kommen wir nämlich schon zum nächsten Thema. Dann habe ich gedacht, Abblendlicht. Das ist der Unterschied. Das sind die Originalen. Das ist übrigens die Original für Abblendlicht und Fernlicht. Das sind alles, also quasi viermal dieselben Birnen. Nur halt durch den Spiegel in den Lampen, also der Spiegel, der da hinten drin ist, sind die halt so gebrochen, dass die halt heller sind. Und das hier ist mein neues Abblendlicht in Grün. Tja, dummerweise. Was ich nicht berücksichtigt habe, ist diese Breite. Weil diese breiten Birnen passen nicht durch die Öffnung, wo die drin waren. Ich kann dir mal kurz zeigen. Ich hoffe, ich habe das noch offen. So. Diese dünnen Lampen gehen halt durch das Loch da. Aber die anderen Birnen passen da nicht durch. Ja, also die, zack, schön da drin. Aber die neuen Birnen leider nicht. Das heißt, ich muss das Loch von dem Spiegel, der da hinten drin ist, jetzt noch größer bohren. Habe aber natürlich keinen passenden Bohrer, dafür brauche ich nicht einen 20er Bohrer. Das heißt, das kann ich nicht fertig machen. Ich denke auch, dass das Video erst hochgeladen wird, wenn alles fertig ist, aber das kommt dann halt erst nach diesem Video. So, gut, dass du nur dahin gerollt bist und nicht runtergeknallt auf den Boden. Du warst teuer. Und jetzt schauen wir mal hier. So, jetzt haben wir hier, ne? Das vorherige Abblendlicht und Fernlicht, das neue Abblendlicht und das neue Fernlicht. Das hier sind LED 100 Watt. In Deutschland zugelassen sind, glaube ich, 55 Watt maximal. Die sind 100 Watt. Heißt also, LED sowieso schon mal heller als eine normale Birne und doppelt so hoch, also fast doppelt so groß wie in Deutschland zugelassen.
Die sollten Licht machen. Das heißt, jetzt sollte mein Fernlicht auch so viel Power haben, dass ich damit auch im Dunkeln wirklich mal was sehe oder beziehungsweise die GoPro auch im Dunkeln mal was sieht. Das ist jetzt Fernlicht. Da habe ich eine von den grünen Lampen eingebaut und da die 100 Watt LEDs. Jetzt könnte ich natürlich jetzt erstmal die grünen da drin lassen und die 100 Watt rauslassen oder halt die 100 Watt. Das muss ich mir jetzt überlegen. Auf Dauer wird das halt so sein, dass hier die 100 Watt Birnen drin sind und da die grünen. Und ja, aber jetzt könnte ich es natürlich erstmal so machen. Aber das schaue ich mir jetzt mal. Aber ich denke, da wird auch nichts zu kommen, weil ich, sobald ich den passenden Bohrer gefunden habe, also 20, 21 mm Bohrer, werde ich den Spiegel aufbohren und dann passen die LEDs auch rein, dass ich quasi dann so grüne Ringe, grüne Lampe und dann das rote Innere, was man aber kaum sieht. Also das ist der Plan, wie das am Ende aussehen soll. Und sobald das fertig ist, werde ich ein weiteres Video dazu machen und euch das präsentieren mit einem direkten Vergleich zu den Lichtverhältnissen im Dunkeln. Aber ich weiß halt nicht, wie lange das dauert. Eine Ewigkeit später. 2 Wochen ist das jetzt her. Nee, doch, 2 Wochen. Ich mal kurz zeigen. Das ist jetzt mein Standlicht. Schön in grün. Rot, ja. Farben sollte man kennen. Jetzt habe ich hier mein neues Abblendlicht. Ja. Grün halt, wenn man jetzt die Ringe dazu einschaltet. Schön komplett in grün. Im letzten Video schon gesagt, das Standlicht bleibt ja an, ist aber leider nicht ganz so gut zu sehen. Ich hatte gehofft, dass man jetzt noch erkennen kann, dass da was Rotes in dem Grün ist, aber leider nicht der Fall. Und wenn man jetzt nochmal macht, haben wir jetzt hier Fernlicht. Ja, das ist nicht so hell, wie ich erhofft hatte, weil ja, keine Ahnung, die Spiegel, die in den Lampen sind, leider nicht dafür ausgelegt sind, um diese LED-Birnen quasi das Licht so zu brechen, dass es wirklich merkbar ist, dass da jetzt 100 Watt LED-Birnen drin sind. Aber naja, es erfüllt seinen Zweck erstmal. Ich werde dann wahrscheinlich doch an den LED-Bars noch ein bisschen rumexperimentieren. Entweder mache ich die hier doch nochmal auf und hole die grüne Folie raus, oder ich werde mir nochmal eine neue LED-Bar holen. Dann ja, ist dieses Drama mit dieser LED-Bar nimmt einfach kein Ende. Es waren die schlecht investiertesten 120 Euro, die ich je in ein Quad reingesteckt habe. Aber die Geschichte kennt ihr ja, wenn ihr das Video zu der LED-Bar gesehen habt. Aber naja. Ja, soweit dazu. Ja, ich werde jetzt nochmal. Es ist jetzt mitten am Tag und ich wollte gleich noch weg. Ich muss mal schauen, wann ich es schaffe, nochmal eine Nachtaufnahme von den neuen Lampen zu bekommen. Also ich denke mal, dass ich die hier auch nochmal neu einstellen muss, dass die ein bisschen tiefer stehen, damit die jetzt, weil jetzt mit den LED-Bienen, die leuchten nur die Baumkronen aus. Das heißt, ich muss diese beiden nochmal einstellen, also ein bisschen tiefer stellen und dann mal eine schöne neue Nachtaufnahme machen, damit ich da was habe, was ich euch hier noch hinten dranhängen kann. Aber das weiß ich auch noch nicht, wann ich das schaffe. Deswegen mal schauen. Aber die Birnen sind alle da drin, wo sie jetzt hingehören oder wo ich sie haben wollte. Auch wenn das erwünschte Helligkeitsergebnis des Fernlichts nicht das ist, was ich erhofft hatte. Aber so ist das nun mal. Hinterher ist man immer schlauer. China-Ware zurückschicken ist nicht drin, da zahlt man nur noch drauf. Also bleibt das jetzt erstmal so. Gut, dann bis zum nächsten verzweifelten Bastelvideo, wo nichts klappt. So.